The Evil Within. Weiter geht's im... weiter geht's im Vergnügungspark des Todes. Wollte ich gerade gesagt haben, aber da kamen wir schon um die Ecke. Und wir haben ja gesehen, dass in der letzten Folge, dass hier dieses Fahrgeschäft aktiviert worden ist, wo ich doch... Oh, alter Finne. Alter Finne. Und wir müssen hier rüberklettern, so wie es ausschaut. Duck dich, duck dich. Wow. Und die sind überall Fallen. Was eine Scheiße. Ich werde die mal entschärfen. Sicher ist sicher. Wow, guck ihn dir an, guck ihn dir an. Oh nein, 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 nein. What? Die sind ja mal voll intelligent, die ducken sich auch. Wie geil ist das denn? Das ist ja wohl mal Porno. Ich weiß jetzt gar nicht, wo war denn der letzte Checkpoint? Shit. Dass es jetzt so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja. Wir sind auf jeden Fall schon Kapitel 10. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es insgesamt gibt. Okay, er hat an der Batterie gespeichert. Das ist gut. Was? 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 Du warst tot! Alter, du warst tot. Kumpel, du warst tot. Geh sterben. Dein Gott hat dich verlassen. Dein Gott hat dich verlassen. Wo ist er hingeglitscht? Lol. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der hat's. Ja gut, haben wir die Bombe natürlich jetzt auch eingesetzt. Natürlich supi. Warte mal, sind die jetzt schon weg, die beiden? Nee, die müssen wir noch. Shit. Die müssen wir also noch erledigen. Nochmal. Mann, mach fertig, Basti. Yeah. Voll geil. So. Ich würde gerne schon mal von hier gucken, wo der eine ist. Vielleicht kann man den ja von hier oben schon erledigen. Aber wir kommen gleich da raus. Müssen dann... Oder? Nee, Moment. Hui. Nee, von wo kommen wir denn gleich raus? Moment, da kommen wir raus. Dann springen wir hier rüber. Können dann hier durch. Und können dann da zur Tür. Da ist aber noch keiner. Das heißt, der Sack kommt jetzt, wenn wir unten sind. Wie geil ist das denn? Ich werde mal versuchen, dass ich ihn vielleicht von der Tür schon... Dass ich ihn von der Tür schon erledige. Das kommt ja fast hin. Kann ich ja quasi auch auf die Kamera umgucken. So. Ach, er! Ja, den habe ich ja ganz vergessen. Hehe. So. Stimmt, der kam ja auch noch. So, das heißt doch, dass... Ich mal kurz gucke. Boah, das ist aber auch fies, ist das. So. Okay, es gibt also Dumme und Intelligente. Das ist jetzt schon vorbei? Ja, jetzt. Kommst du, Papa? Komm zu Papa, komm. Komm zu Papa, komm. Komm zu Papa, komm. Du musst aufstehen. Alter, das sah so geil aus. Wie er guckte. Oh, Kopf weg. Ah, oh, alter Finger. Slapstick pur hier. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, das war der letzte. Boah, ist das geil.
Willkommen hier. Neue Reise. Jetzt hier noch anschließen und Tickets lösen bei der Analog an der Kasse. Die nächste Runde geht rückwärts. Jawohl. So. Da ist auch eine Falle, sehe ich gerade. Da werden wahrscheinlich auch noch welche drin sein. Ich werde mal versuchen, die Falle zu entschärfen. Kann man das irgendwie deaktivieren? Bestimmt nicht, ne? Nö. Oh, Lieber. Oh. Ah, ich sehe dich. Hallo. Komm zu Papa, komm. Komm mal, da müssen wir wahrscheinlich die Batterie irgendwie einsetzen. Vermute ich mal. Sah zumindest danach aus. So. Den werden wir wahrscheinlich wieder schön von hinten erledigen. Von hinten. Uah. Ja, komm her. Da ist eine Bombe. So. Okay, den können wir verbrennen. Ich schaue nochmal eben hinten, ob hinten was ist. Ich glaube... Na? Willst du mich verarschen? Uah, geh doch weg, du stinkst! Alter! Guck mal! Nein. Basti, pass auf! Der sah ja mal voll geil aus. Die sterben. So. Okay. Da ist die Axt. Ich dachte schon, wir hätten die Axt verloren. So. Bevor ich jetzt da irgendwas tue, werde ich mal versuchen, die Bombe zu entschärfen. Nein! Das war ein miserabler Fehler. Okay. Also nicht so. Wo sind wir denn jetzt? Wo ist denn jetzt der letzte Check? Oh nein, nicht schon wieder. Jetzt müssen wir die ganze Chose nochmal machen. Okay. Naja, du stehst auf. Wir müssen ja die Idioten da auch noch erledigen. Habe ich ja ganz vergessen. Aua. Oh, willst du sterben? Dein Gott ist gestorben für dich. Dein Gott hat dich verlassen. So. Jetzt muss ich echt die ganze Chose nochmal machen. Mein Gott, das gibt's doch gar nicht. Okay. Er schießt jetzt. Ja, dann schießen wir jetzt auf. Yeah, baby. So, Munition wieder mitnehmen. Die Musik ist so toll. Ja, das heißt doch für uns, dass wir jetzt unten kriegen wir wieder den Kollegen hier an der Treppe. Ne? War doch so. Können wir den irgendwie eigentlich... Okay, der kommt anscheinend diesmal nicht. Ganz komisch. Merkwürdig. Irgendwie. Warum auch immer der diesmal nicht kommt, weiß ich nicht. I know. Ist mir auch Latte. So schnell wie möglich jetzt hier rüber. Hallo, spring doch darüber, Basti. Duck dich. Oh, mach das doch nicht so spannend, Mann. Oh, ich glaube, einer ist weg. Ja, fehlt nur noch der andere. Komm zu Papa. Nein. Jetzt kommt das Messer. Achtung. So. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen flotter jetzt hinbekommen. So,
So, irgendwo lag hier noch Hagel, genau. Hier lag Hagel. Vorne war noch eine Bombe zu entschärfen. Das hat. Duck dich! Boah. Hallo, ich halte X. Boah, gibt's doch nicht. Basti, ich halte doch X gedrückt. War hier nicht irgendwo sonst noch Hagel am liegen? Ah ja, hier. Das stimmt ja. So. Könnten die eigentlich, normalerweise um Munition zu sparen, könnten wir die eigentlich hinlocken, ne? Theoretischerweise. Ich glaube, ich werde das auch tun, indem ich die Flasche hier nehme. Oder beziehungsweise mich zeige. Hallo! Kommt raus und genießt den Zirkus oder das Karussell des Grauens. Hui! Entschuldigung, das sieht so geil aus. Hey, du Dödel, komm her. Ich bin hier. Ja, komm her. Ich hab dich auch lieb. Ganz doll. Ja, das war's dann wohl. Ich frage mich, wo der mit der Maske ist. Weil der müsste es ja theoretischerweise, müsste er es ja kennen. Damit haben wir wieder ein bisschen Muni gespart, das finde ich gut. Bleh. Wo ist der denn? Hallo, komm hier hin. Wisst ihr was, wir erledigen ihn einfach mit der Bombe. Yeah, ist am einfachsten. Sicher ist sicher. So. Genau. Und somit haben wir dann auch... Yeah, geil. Cool, das haben wir ja mal souverän gemeistert. Zumindest jetzt und nicht gerade. Sehr souverän. Ich denke mir mal, es wird dafür sein, für die Batterie. Ja. Ich habe ja wenigstens gedacht, dass das Karussell des Grauens ausgeht, aber dem ist nicht so. Das heißt also, wir müssen nochmal in die Richtung. Ich habe da so eine schlimme Befürchtung, dass hier noch ein paar kommen werden, oder? Ja. Oder auch nicht. Oh, Gott sei Dank. Komm, irgendwie Save Point oder sowas. Checkpoint, bist du da? Ich wette, damit in irgendeiner Tür kommen wir rein. Hundertprozentig. Der Haken, der ist mir so unoft, so auffällig nach unten. Okay, nachgeladen haben wir. Shotgun-Shells können wir nachladen, weil da haben wir welche gefunden gehabt. So. Aber beim besten Willen, ich würde da nie im Gottes Namen runtergehen, bin ich ganz ehrlich. Hallo, Omi. Uhu. Okay. Was zur... Nein. Was war das? War das der Hund? Ja, und der Basti geht natürlich eisern hier runter. Der Basti macht das schon. Normalerweise macht das der Josef eigentlich immer, aber... Ich habe so ein ungutes Gefühl, dass wir hier gleich auf einen Endgegner treffen werden. Oder zumindest einen Zwischengegner. Weil wir hier reichlich bestückt werden mit Munition. Munition.
Ich werde mal ganz vorsichtig vorgehen. Oh mein Gott. Mann, was die? Kontrollpunkt. Das kennen wir ja noch. Boah. Darf ich das anwerfen? Ich würde gerne, aber ich traue dem Braten irgendwie. Oh, da ist eine Statue. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier in einer weiteren Folge und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich in diesen Raum reingehe, ja? Würde ich sagen, bleibt ihr dran oder beziehungsweise schaut ihr morgen wieder vorbei, 17 Uhr, The Evil Within, und dann sehen wir uns an dieser Stelle wieder mit Basti. Also macht's gut. Tschüss.